Ich darf heute vorstellen, die Leica SL3. Ausgestattet mit dem gleichen 60 Millionen Bildpunktsensor von der Leica M11 und der Leica Q3. Die Leica hat selbstverständlich nicht nur den Bildsensor gewechselt, sondern die Kamera insgesamt überarbeitet. Ich möchte da im Detail auf die äußeren Änderungen eingehen. Wenn wir die Kamera so mal anschauen und den SL2S, der eigentlich die letzte war, die rausgekommen ist, zum Vergleich dazu nehmen, dann sehen wir, dass wir hier oben ein zusätzliches Einstellrädchen gewonnen haben. Das heisst, ich habe Blende, Verschlusszeit und die Empfindlichkeit über 1, 2, 3 Rädchen entsprechend direkt verstellen. Dann muss ich die Kamera da ein bisschen wegnehmen, um etwas sehr Spannendes zu zeigen. Man hat nämlich ein Tilt-Display spendiert und das ist vor allem auch für das Fotografieren in Bodennähe, aber auch für das Filmen sehr, sehr spannend, wo ich wirklich finde, da haben sie einen sehr cleveren Move gemacht. Mit diesem Schritt haben sie vermutlich auch die Tasten hier auf rechts übergelegt, was mir eigentlich entgegenkommt, weil das Display kann ich wirklich gebig so rausklappen, habe ich noch eine störende Taste dort, respektive kann es nicht greifen und habe eigentlich alles mit dieser Hand und mit dieser Hand habe ich dann die Freiheit, dann auf dem Touchscreen Sachen zu verstellen. Auch ein Unterschied ist, wir haben hier noch den Schalter mechanisch, um das Gerät einschalten. Und da ist jetzt hier ein Softschalter, der gleichzeitig auch eine Statusanzeige machen kann, farblich. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Filmaufnahme mache, leuchtet dann auch noch rot während der Filmaufnahme. Dann haben wir den Dual-Speicherkarten-Slot, der etwas geändert hat. Und zwar sehen wir hier jetzt neu, haben wir CF Express Typ B Kartenleser und SDXC2 Kartenleser. Im Vergleich vorher haben wir zwar auch schon Dual-Karten-Slot gehabt, aber einfach zweimal SD-Karten. Das Gehäuse ist IP54 abgedichtet, das heisst weitestgehend staubdicht und spritzwassergeschützt, nicht Wasserstrahl geschützt. Aber wir haben bei der Optik haben wir da so eine Gummilippe dran. Also das heisst, man ist vom Bajonett her eigentlich schon geschützt. Und auch überall, eigentlich, wenn man irgendwo den Akku zum Beispiel rausnimmt, dann sehen wir auch hier haben wir eigentlich eine Dichtung drin, die er super abdichtet. Dann etwas, was sich auch noch geändert hat, ist, dass die Kamera ein bisschen kleiner geworden ist. Die SL2 und die SL2S waren insgesamt noch ein bisschen grösser. Also wir haben auf der Seite ein paar Millimeter weniger, in der Höhe ein paar Millimeter weniger, aber die Griffschale ist dafür ein bisschen tiefer, das heisst, man hat es auch ein bisschen besser in Hang. Dann kommen wir zu den inneren Werten dieser Kamera. Wir haben hier neu einen 6,5 Stops Bildstabilisator mechanischer Art verbauen, was fürs Filmen und das Fotografieren gleichermaßen viel besser stabilisierte Bilder liefert. Kann ich natürlich aktivieren und deaktivieren und auch noch verschiedene Modi einstellen, je nachdem, ob ich nachziehe oder nicht. Das ist sicher ein Highlight. Im Fotomodus habe ich genau gleich die Möglichkeit, DNG-Aufnahmen zu machen, mit, wie bei M11 und Q3 mit 60 Millionen Bildpunkten. Ich kann aber auch sagen, nein, ich will nur 36 oder 18 Millionen Bildpunkte und habe gleich Fullframe, alles abdeckt und Rohdaten. Weil nicht immer braucht man 60 Millionen Bildpunkte. Das ist sicher ein cooles Feature, das ich hier auch mit reingenommen habe, das natürlich mit dem Bildsensor zusammenhängt. Dann hat die Kamera einen neuen Phasendetektionsautofokus, der klar besser funktioniert, akkurater funktioniert, schneller funktioniert. Das ist sicher auch ein gutes Update zur SL2-Reihe. Und wir haben 9 Frames pro Sekunde Continuous Shooting, das möglich ist, selbst mit 60 Millionen Bildpunkten. Das ist solid. Dann im Videomodus ist 8K möglich mit bis zu 30 Frames pro Sekunde. Ich habe hier verschiedene Profile, die ich mir zweiglegen kann, wo ich aber die Möglichkeit habe, möglichst schnell hin und her zu schalten. 4K bis 30 Frames pro Sekunde, wenn ich Fullframe nutzen will. Wenn ich 60 Frames zum Beispiel machen will, dann muss ich einen grösseren Crop eingehen.
Fullframe, wie ich vorhin gesagt habe, stimmt so nicht ganz. Also 8K und 4K machen einen leichten Crop im Vergleich zum vollen Bildsensor. Also wir haben rund etwa 10-15% weniger Bild. Das ist marginal, wo man ein bisschen verliert. Das ist also nicht super 35 Crop, aber man verliert effektiv ein bisschen Bild. Das ist vielleicht ein bisschen der Nachteil jetzt vom 8K und 4K, wenn ich wirklich das Volle will. Was aber die Kamera eben sehr, sehr gut macht. Man hat sehr hohe Datenraten, sehr schönes Bild, man hat ein mega schönes Roll-off in den Highlights, also wie auch schon die SL2S. Also es ist wirklich eine Videokamera, nicht nur eine Fotokamera. Und das haben sie sehr gut gelöst. Der kleine Crop, dünkt mich wirklich nicht tragisch, wenn man eben schaut, was sonst eigentlich die Kamera alles bietet. Sie hat neu auch die Möglichkeit, über eine Synchrobuchse Timecode-Funktionen zu nutzen, also als Master oder als Slave Daten annehmen oder senden. Ich kann das auch über HDMI zum Teil machen. Dann haben wir natürlich eine ganze Menüfunktion, was den Timecode anbelangt, ob man Freerun oder quasi auf Start-Stop das Timecode-Signal sendet. All diese Sachen hat man zusätzlich neu auch drin. Dann gibt es den Cine-Modus mit Shutter Angle Funktion, also nicht Verschlusszeit normal gesehen, sondern eben der Winkel. Im Cine-Modus habe ich dann auch T-Stop statt F-Stop Blendenangaben. Also dort kann ich wirklich auch je nach Umfeld alles entsprechend anpassen. Dann haben wir noch ein neues Menü, das ist generell, ob jetzt Foto oder Video, ist das so, dass das ein bisschen anders daherkommt. Man hat gleich noch die Funktionstaste, wo man super schnell durch das Zeug durchschaltet, aber es ist ein bisschen übersichtlicher gegliedert. Das ist noch zusätzliche Neuheit. Dann ist auch noch etwas weiteres, dass man mit dem Leica Fotos App rund 10-mal schneller arbeiten können. Habe ich das auch noch nicht überprüfen können, aber einfach die Anbindung soll weit schneller sein als natürlich noch zu Vorgängerkameras. Ich glaube, ich habe alles etwa gesagt, was es im Moment über die Kamera zu sagen gibt. Es ist sicher ein solides Update. Der Bildsensor hat sich bereits bewährt, ist sicher eine sehr gute Wahl. Und ich glaube, es ist so, dass wenn man die Serie eben schön weiterführt, ein logischer Schritt absolut. Und von den Möglichkeiten, die man mehr hat, jetzt gerade vor allem eben mit dem Schwenkdisplay, das finde ich einen grossen Vorteil, und dem Bildstabilisator sicher ein sehr wertiges, hochwertiges Update, das sie da gespendiert haben. Über die Lieferzeit kann ich wie immer ein wenig sagen bei der Leica. Ich hoffe, ein schneller als die Q3 zum Beispiel. Wird aber sicher nicht in Riesenstückzahlen möglich sein. Also darum, wenn Interesse da ist, entsprechend vorbestellen. Den Link dazu seht ihr unter dem Video und auch die entsprechenden Angebote. Mir gefällt sie sehr gut. Ich finde, was mir vielleicht ein bisschen aufgefallen ist, ist, die Kamera schreit förmlich Leica mit dem Schriftzug, der sogar noch grösser geworden ist als bei der Vorgängerin. Dort würde ich persönlich allenfalls zum Edding greifen und sich ein bisschen in Stealth-Modus versetzen. Aber sonst absolut eine gelungene Kamera. Merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.